Nicht, wie schnell die Bundesregierung arbeitet. Die überschlagen sich zwar in Sonntagsreden immer, wer noch schneller aus Atomenergie aussteigen will, aber bis dahin wird Baden-Württemberg der Klage anderer Bundesländer beitreten, die zurzeit vom Bundesverfassungsgericht läuft, wegen der Verlängerung der Zeiten. Das betrachte ich jetzt mal als Zwischenschritt in der Hoffnung, dass das Atomausstiegsgesetz kommt. Wir werden natürlich auch auf europäischer Ebene den Stresstest fordern, beziehungsweise der Oettinger als Energiekommissar hat es ja schon mal erwähnt, aber bis jetzt hat er es auch nur erwähnt, man muss da das hinterfüttern mit tatsächlicher Aktion. Auch dort muss der Stresstest nach dem Stand von Wissenschaft und Forschung erfolgen, und das ist für uns vor allem wichtig im Hinblick auf Fessenheim und auch auf die Schweizer Atomkraftwerke. Also Fessenheim, da muss man alles dran setzen, auf deutscher Seite, so gut es eben geht. Das ist ein anderes Land, die sind natürlich autonom, aber man muss hier ein Beispiel geben, dass man ein hochindustrialisiertes Industrieland wie Baden-Württemberg oder Deutschland genauso ohne Atomkraft die Wirtschaft funktioniert, wie halt, und dass sie Frankreich das als Vorbild hat. Und ich kenne die Verhältnisse hier sicher nicht im Stadtrat. Vielleicht schafft es die AWL, dass sie einen Antrag stellt für eine Resolution. Die Stadt Straßburg hat es inzwischen gemacht, andere Städte hier auf der Rheinschiene auch schon. Resolution, dass man die französische Regierung auffordert, Fessenheim stillzulegen. Wie Sie gehört haben, ist das Thema Endlager jetzt nochmal neu aufgekommen. Bisher sagt man zwar immer, man prüft es ergebnisoffen in Gorleben, aber wer sich da auskennt in Gorleben, beziehungsweise wer die Diskussion der letzten Jahrzehnte dort verfolgt, der weiß, dort wird sicherlich kein Endlager sein können. Und der designierte Ministerpräsident Kretschmann hat ja die Debatte neu eröffnet, indem er gesagt hat, ja, sucht doch bitte bundesweit, ergebnisoffen, und dann heißt es auch, dass es vielleicht auch in Baden-Württemberg sein kann. Wir können nicht einfach nur so tun, Hauptsache weg. Frau Gönner hat ja immer gesagt, ja, Atomkraft ist alles super, aber kein Endlager bloß in Baden-Württemberg. Wir haben die Anlagen geerbt und der Müll muss irgendwo hin, und wir müssen halt das eben suchen, einen Platz überall in der Bundesrepublik. Und wir werden sehen, was da kommt. Das heißt ergebnisoffen, nicht ergebnisoffen nur in Gorleben. ENBW, da wollte ich noch was dazu sagen. Also, das haben Sie vielleicht mitgekriegt. Die alte Landesregierung hatte ja eigentlich vor, die ENBW wieder zu verkaufen und die, sagen wir mal, jetzt beim Kaufpreis ist zu finanzieren über Einnahmen aus Aktien, aus der Dividende. Das wird kräftig daneben gehen. Die Aktie ist ja schon deutlich runtergefallen. Und unser Ziel ist es eigentlich, die ENBW umzubauen in ökologisches Stromunternehmen. Wenn es nach uns geht, wird es dann irgendwann ein Unternehmen sein, das also nur noch regenerative Energie anbietet und damit auch ein Vorzeigeunternehmen, ein Vorzeigekonzern sozusagen ist, was ökologische Stromerzeugung geht. Wenn die Atomenergie weg ist, wo wollen wir den Strom herkriegen? Ich glaube, hier dürfte es jetzt niemand geben, der die Meinung hat, das schafft man nicht. Also wir werden es schon schaffen, über regenerative Energien ist eine mittelfristige Angelegenheit, und man kann schon viel mehr tun. Also wir haben zum Beispiel vor, bis zum Jahr 2020 den heimischen Windenergieeinsatz auf 10% zu steigern, des Stromverbrauchs. Bisher schon bei 0,8%. Dazu werden wir das Landesnutzungsgesetz ändern, dass es möglich ist, an anderen Standorten, wie nur ein paar wenige inzwischen in Baden-Württemberg, sondern an vielen und auch an besseren Standorten Windkraft zu betreiben. Und hier in Aachen haben wir ja das Beispiel, dass die Landesregierung sogar die Repowering auf der Wannes Grinde untersagt hat. Also sowas
darf es eigentlich nicht geben und kann es nicht geben. Und wenn man da schon einen guten Standort hat, warum soll man die Windräder nicht ein Stück höher machen und nochmal deutlich mehr Energie herausholen? Natürlich wollen wir auch Baden-Württemberg überhaupt zur Vorzeigeregion für Klimaschutz und Energie machen. Dazu wird es ein Klimaschutzgesetz geben. Da werden sehr konkret die einzelnen Schritte drinstehen und auch unsere Ziele drinstehen. Es soll so konkret, wie es irgendwie geht, ausgestaltet werden. Und dass man weiß, wie die weitere Entwicklung hier sein wird. Vor allem ist es auch wichtig für Privatleute wie für Kleinunternehmer, was kann ich erwarten, lohnt sich das weiterhin Solarpaneele aufs Dach zu machen oder nicht. Und das sehen wir als gutes Zeichen, vor allem für die heimische Wirtschaft, für die Kleinunternehmer und für die Mittelständler. Man muss sie aber weiterhin ermuntern, gegen Atomkraft zu demonstrieren. Noch ist es nicht weg, noch ist es wirklich ein großes Thema. Es wird uns noch einige Zeit beschäftigen und deswegen fürchte ich leider oder ja eigentlich, dass die Mahnwache hier in Aachen weiter stattfinden wird. Genauso wie in Offenburg, da ist ja jeden Montag auch der Anti-Atom-Spaziergang. So machen wir es bei uns und deswegen noch ein guter Verlauf und viel Erfolg und weiterhin viel Teilnehmer. Danke.